Heute habe ich eine erschreckende Zahl für dich. Unbedingt bis zum Schluss schauen, damit du den Zusammenhang verstehst. Und zwar geht es im heutigen Video darum, wie viel Gewicht du schlussendlich um dich umschwingen tust. Jetzt ein Golfschläger selber, wenn wir eine Size 7 nehmen würde, und das hat jetzt 400 Gramm mit einer Länge von 37,5 Inch, geschwungen mit 85 Meilen, ergibt nachher dann in der Fliehkraft innen ein Total, wo man schwingen tut, von ca. 62 Kilo. Also wenn man einen Golfschwung macht mit einem Eisen 7 mit 85 Meilen und einer Länge von 37 Inch, wenn er 400 Gramm schwer wäre, das Eisen 7, dann schwingt jemand mit einem Golfschwung und einem vollen Schlag macht 62 Kilo um sich herum. Jetzt, wenn er einen Driver nimmt und der hat jetzt 330 Gramm mit einer Länge von 45 Inch und er hat eine Schlägerkopfgeschwindigkeit von 100 Meilen, dann kommen auf ihn 58,82 Kilo während dem Schwingen. Bei einem Driverschwung. Jetzt, wenn ein Spieler 30 volle Schläge macht auf einem Par 72 Golfplatz, ist ja wahrscheinlich ein guter Spieler. Und nehmen wir mal 50 Kilo pro Schwung. Also 30 mal 50 gibt 1,5 Tonnen, die der in 4,5 Stunden geschwungen hat. Jetzt könnt ihr wahrscheinlich verstehen, warum das müde sind. Und wenn man von der Technik her noch schauen würde, wenn man den Schläger um sich herum zieht, dann hinterlässt das wirklich Spuren. Wenn man den Schläger, wenn man das Gewicht mehr würde schwingen vom Schlägerkopf, wenn man mehr mit der Fit-for-Par-Methode würde Golf spielen, dann hat man es dort ein bisschen ringer. Und ja, am Schluss definitiv viel weniger Widerstand oder Rückstand nachher aufgrund vom Spielen nach einer 18-Loch-Golfrunde oder beim Training. Gut, ich hoffe, dass dir der Tipp da gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir gutes Training. Tschüss.